Jawohl, vielen Dank. Ja, ich heiße Sie euch alle recht herzlich willkommen. Ich hoffe auch, dass ich gut zu verstehen bin, wenn nicht einfach ein Signal geben. Ja, Corona hat so manches verändert, insbesondere das Thema Sicherheit wird momentan auch ganz anders beleuchtet. Und eben diese Karikatur von Klaus Stuttmann vor 3-4 Wochen ist die veröffentlicht worden, drückt für mich so ganz typisch aus, was im Moment gerade passiert in Deutschland. Und die Sorge vieler Menschen, vieler Unternehmen, was ihre Existenz betrifft. Aber es gibt welche, die brauchen sich überhaupt keine Sorgen machen. Und genau da sind wir eigentlich schon mitten beim Thema. Ja, das Ganze jetzt mit dem Webinar ist für mich auch noch sehr neu. Ich habe bisher erst ein kleines Webinar gehalten. Und das heißt, auch ich bin noch dabei, dazu zu lernen, wie kann man das optimieren, und hoffe aber, dass es für Sie, für euch recht kurzweilig wird und dass wir auch nachher spannende Diskussionen haben werden. Ja, ich möchte beginnen einfach, damit ich kurz so einen Überblick gebe, was sind eigentlich so Bedrohungen für unsere Sicherheit aktuell. Dann so die Möglichkeit, die Frage, was kann man eigentlich tun bei den Bedrohungen? Und da gibt es so eine Möglichkeit des Austausches. Wir werden es dann über den Chat machen, wo Sie und ihr auch aktiv werden könnt. Und dann möchte ich eben das Szenario Sicherheit neu denken vorstellen, was so das Grundkonzept ist und was dann danach passiert ist, nachdem es veröffentlicht wurde. Nämlich hat sich eine Initiative Sicherheit neu denken gebildet und was da gerade der aktuelle Stand ist oder was diese Initiative macht. Und als letzten Punkt dann die Diskussion. Es wurde ja bereits gesagt, also wenn Sie natürlich Fragen haben, dann ist es auch möglich, zwischendrin zu fragen. Ja, momentan ist es so, dass das Hauptthema Corona, der Coronavirus ist, der Gesundheit und Existenz von Menschen bedroht. Das ist so das überwiegende Thema. Natürlich gibt es eben zunehmend auch Stimmen, die sagen, stimmt das überhaupt? Ist das überhaupt so gefährlich? Und das heißt, auch hier sehen wir Dynamiken, die auch sonst bei dem Thema Sicherheit und wie man damit umgeht, vorhanden sind. Auch wenn es um militärische Sicherheit gibt. Also wirklich die Gefahren anzuschauen und nicht zu leugnen und trotzdem auch natürlich die Unsicherheit auszuhalten. Das ist so ein Teil, was bei Corona da ist, aber eben auch sonst bei Sicherheit. Dann natürlich eben die Außengrenzen, die EU-Außengrenzen. Hier für mich nochmal, wo das auch als Bedrohung wahrgenommen wird. Natürlich sind die Flüchtlinge da bedroht, aber es ist immer häufiger, dass sie selber als Bedrohung wahrgenommen werden und dass Gewalt gegen Flüchtlinge auch in Griechenland immer stärker zunimmt, oder es war vor ein paar Wochen, wo eben rechte Gruppen auch dahin gefahren sind. Und das heißt, es wird so eine Wahrnehmung aufgebaut, Menschen, die fliehen, sind nicht mehr Opfer, sondern eher eine Bedrohung. Und das Dritte, was dann aber eher so nebenbei Thema war, ist der Kauf von den Flugzeugen. Und da steht natürlich die Bedrohung durch irgendwie die Feinde dahinter. Aber letztlich auch hier ist das praktisch, dass die selber eigentlich auch zur Bedrohung für uns werden. Also das sind so Themen, die aktuell gerade in den Medien sind. Wobei eben hauptsächlich eigentlich, deswegen habe ich das auch so groß, Corona. Aber es gibt natürlich noch jede Menge weitere Bedrohungen, die unterschiedlich stark präsent sind. Also wir haben transnationalen Terrorismus, zwischenstaatliche Konflikte gibt es genauso, auch die weltweite Aufrüstung findet weiterhin statt. Es gibt natürlich auch Herausforderungen aus dem Cyberraum und Informationsraum.
Und unsere Sicherheit ist natürlich, und das ist ja auch in den letzten Jahren nochmal sehr thematisiert worden durch Fridays for Future, durch den Klimawandel, ist unsere Sicherheit und unsere Überlebensfähigkeit massiv gefährdet. Aber es gibt noch weitere Gefährdungen, die da sind. So zum Beispiel, ich habe es mal genannt, Erosion der UNO. Das heißt eben, dass die UNO immer weiter an Bedeutung verliert. Und das heißt, nationalstaatliches Denken immer stärker wird. Und das stellt natürlich auch eine Gefahr dar. Ja, und der letzte Punkt, eine Glaubwürdigkeitskrise westlicher Demokratien. Wir sehen das in vielen Ländern, die Zunahme von nationalistischen Gruppen, Parteien. Und das nicht nur USA oder Ungarn, sondern ja letztlich auch bei uns. Und was natürlich damit auch noch mit der Glaubwürdigkeitskrise gemeint ist, ist natürlich auch, dass eben klar ist, der Einsatz, den Deutsche zum Beispiel sagen, die westlichen Demokratien für Menschenrechte, das ist ja auch widersprüchlich. Und natürlich spielen da auch eigene Interessen eine Rolle. Und auch das wird natürlich immer deutlicher. Ja, und gestern habe ich so einen Spruch von Pax Christi gefunden, der für mich eigentlich sehr gut zusammenfasst, worum es eigentlich auch bei Sicherheit neue Denken gehen soll. Nämlich die Covid-19-Pandemie hat zweifellos bewiesen, dass Schlüsselbereiche der menschlichen Sicherheit nicht durch militärische Mittel oder im Alleingang von Nationen gelöst werden können, sondern weltweite Zusammenarbeit und gewaltfreie Konfliktlösung benötigen. Und ich hoffe natürlich, dass praktisch mit dieser Haltung oder mit dieser Einsicht, dass die sich auch weiter verbreitet und sich letztlich vielleicht auch durchsetzen wird. Ja, was kann man nun tun, wenn man sich Umfragen der letzten Jahre anschaut? Dann stellt man eigentlich fest, dass eine Mehrheit gegen Rüstungsexporte in Kriegs- und Krisengebieten sind, auch bestimmte Militäreinsätze, gibt es eine große Mehrheit, die dagegen ist. Gegen Kindersoldaten findet man auch immer viele Bürger, Bürgerinnen, die dagegen sind. Und auch gegen Atomwaffen bzw. deren Nachrüstung und gegen Drohnen. Also es wird in der Bevölkerung ist eine deutliche Mehrheit dagegen. Und dennoch verändert sich die Politik nicht entscheidend bisher. Ja, und hier wäre jetzt so der Part, wo ich Sie euch einfach bitten würde, mal so, was Ihnen so spontan einfällt, einfach kurze Stichworte, also keine langen Romane. Was können wir denn nun tun, wenn wir uns das so anschauen? Also einfach rechts in den Chat. Ich sehe, da wird fleißig getippt. Bildungsarbeit mit langer Perspektive, vertrauensbildende Maßnahmen, Abrüstung und die Werbung dafür. Awareness-Raising über Twitter, das gilt wahrscheinlich für alle sozialen Medien, sich organisieren, Graswurzelinitiativen, gewaltfreie Konfliktbearbeitung.
sich auf die Aspekte konzentrieren, wo wir was Einfluss haben, um sich auch nicht überfordert zu fühlen. Öffentlichkeitsarbeit, gerade so in Richtung Rüstungsprojekte, auch gerade eben hinter dem Rücken der Öffentlichkeit, in Klammern Atombomben, Kampagnen. Also es kommen doch einige Ideen zusammen. Genau. Super, wunderbar. Also ich glaube, dass das auch wichtig ist, sich da zu überlegen, was können wir wirklich tun und sich zu engagieren. Ja, wenn Sie wollen, können Sie natürlich gerne noch weitere Ideen schreiben. Ein paar Sachen sind ja auch schon genannt. Und letztlich wurden ja Kampagnen genannt, ICANN wurde genannt. Und es gibt eben natürlich, gab auch verschiedenste Aktionen. Es gibt eben Aktionen Aufschrei, es gibt die Kampagne gegen Kindersoldaten, es gab vor 2 Jahren einen großen Friedenslauf gegen Rüstungsexporte, ICANN, ist bekannt, Atomwaffenfrei jetzt oder Campaign to Stop Killer Robots. Also es gibt jede Menge. Ich habe jetzt nur mal ein paar ausgewählt. Das könnte man natürlich noch eine ganze Weile so weiter fortführen. Und letztlich diese Arbeiten, die diese Gruppen machen, halte ich für sehr wichtig, weil sie eben genau diese Punkte, die ihr angesprochen habt, machen, nämlich ein Bewusstsein schaffen in der Bevölkerung zum einen und andererseits natürlich auch der Politik deutlich machen, dass die Bevölkerung mit bestimmten Entscheidungen nicht einverstanden ist, beziehungsweise da ein Problem sieht. Ja, dennoch hat sich die Politik bisher nicht völlig anders ausgerichtet, obwohl es natürlich auch Erfolge gibt dieser Kampagnen. Und wir haben uns überlegt, woran könnte das eigentlich liegen? Also warum ist es nicht möglich, praktisch eine zivile Sicherheitspolitik zu machen? Tatsächlich sich vom Militär zu verabschieden, was brauchst du dafür eigentlich? Und da haben wir überlegt, ist ein Punkt, dass wir sagen, dass die Alternativen, wie kann man Konflikte angehen, nach wie vor nicht bekannt sind. Viele Menschen nicht wissen, das könnte man stattdessen tun. Also sie sind gegen Krieg, sie sind gegen Aufrüstung. Aber so richtig, was kann man denn anders machen auf der politischen Ebene? Da sind sie oft nicht informiert. Das Zweite ist, wir nennen das das Vertrauen auf den Mythos der erlösenden Gewalt. Das ist ein Begriff, der von dem US-amerikanischen Theologen Walter Wing kommt, der davon spricht, dass eben die Gewalt eigentlich wie eine Religion ist. Und mit Mythos meint er eben den Glauben daran, dass letztlich, wenn nichts mehr hilft, die Gewalt hilft immer noch. Ist zwar vielleicht nicht gut, aber sie hilft zur Not immer noch. Und dass dieser Glaube, dass Gewalt im Notfall immer hilft, dazu führt, dass ich genau diese Gewaltmittel immer noch bereithalte. Und dann passiert natürlich das, dass ich dann erstmal genau für diesen Notfall immer investiere und deswegen tatsächlich das andere nicht sich wirklich voll entfalten kann. Ja, es wurde eingangs gesagt, ich bin von der Evangelischen Landeskirche in Baden. Und die Badische Landeskirche, die hat 2012 einen friedensethischen Diskussionsprozess gestartet. Durch alle Kirchenbezirke, wo es um die Frage ging, welche Friedensethik wollen wir als Landeskirche? Und herausgekommen ist ein Beschluss 2013, der sagt, wir wollen Kirche des gerechten Friedens werden und wollen auch als Kirche mehr die Verantwortung für den Frieden übernehmen. Und es gibt dann insgesamt 12 Unterpunkte, die will ich jetzt nicht alle erwähnen, weil das würde den Rahmen hier sprengen.
sondern eben nur den einen, woraus praktisch das Szenario entstanden ist. Und das heißt da unter Punkt 6, gleich nach dem nationalen Ausstiegsgesetz aus der nuklearen Energiegewinnung gilt es, möglicherweise in Abstimmung mit anderen EU-Mitgliedstaaten ein Szenario zum mittelfristigen Ausstieg aus der militärischen Friedenssicherung zu entwerfen. Das heißt, die Idee dahinter war zu sagen, wir brauchen eine positive Vision, genauso wie beim Ausstieg aus der nuklearen Energiegewinnung hätte es in den 70er Jahren nicht Leute gegeben, die gesagt hätten, das ist möglich, dann wären wir vielleicht auch nicht so weit, wie wir jetzt sind. Und so war eben die Überlegung, sagen wir bräuchten eine Idee, wie kann das tatsächlich funktionieren ohne Militär? Und wenn es da praktisch eine Vorstellung gibt, wie das funktionieren kann, dann wird die ganze Diskussion auch nochmal neue Energie bekommen. Ja, und wir haben uns dann in einer Gruppe, es waren 10, 11 Personen, überlegt, mit der sogenannten Szenariotechnik zu arbeiten. Die Szenariotechnik ist eine Technik, die gerne verwendet wird für alle möglichen Zukunftsfragen. Auch die Bundeswehr verwendet die Technik sehr gerne. Und das heißt, man überlegt praktisch, wie könnte die Zukunft aussehen und überlegt mindestens drei verschiedene Szenarien zu einem bestimmten Zeitpunkt. Es gibt natürlich auch Szenarien, die noch viel mehr haben. Wir haben uns aber auf drei reduziert. Und ganz unten seht ihr das sogenannte Negativszenario. Das heißt, das war so die Überlegung von uns, was sind eben die Bedrohungen und wie könnte sich die Politik in der Welt weiterentwickeln und wie wären wir im Jahr 2040, wo würden wir da stehen? Und wir haben dann gesagt, 2040 könnten wir am Rand eines Weltkrieges stehen, der durchaus auch aus Versehen passieren könnte, wie es ja auch in der Vergangenheit schon mehrfach fast passiert wäre, und dass da eben einfach ein regionaler Konflikt so eskaliert, dass das dann passiert. Dann haben wir gesagt, und vielleicht an der Stelle nochmal, wann das war, also wir haben praktisch die Arbeiten zu diesem Szenario Mitte 2017 abgeschlossen, also die theoretischen Arbeiten, und haben dann eben gesagt, wenn der Trend, den wir in der Politik damals wahrgenommen haben, wenn das so weitergeht, wo wir dann 2050. Und da haben wir gesagt, natürlich steigende Rüstungsausgaben und die eben auch zu noch mehr Hunger und Verelendung führen und letztlich, das wäre dann die weitere Folge, auch noch mehr Gewaltkonflikte und auch eine Zunahme des Terrors. Und dann das dritte Szenario, das ist das Positivszenario. Das heißt, wenn praktisch alles optimal laufen würde, wo wären wir dann 2040? Und da haben wir gesagt, da werden immer mehr Länder, die auf Armeen verzichten würden. Es würde eine riesige Ressourcenersparnis dadurch auch eintreten, was auch wieder zu einer Wohlstandssteigerung für alle bedeuten würde. Und zivile Konfliktbearbeitung wäre der Normalfall, wie eben Konflikte angegangen werden. Und wie gesagt, das Positivszenario ist praktisch das Ideal. Die Idee hinter der Szenarientechnik ist, wenn man sich das so klar macht und überlegt, welche Entscheidungen führen zu welchen Ergebnissen, dann kann man schneller oder leichter auch herausfinden, wo sind die Punkte, wo man was in welche Richtung entscheiden kann. Und normalerweise führen dann die Szenarien dazu, dass man irgendwo zwischen dem Trend und dem Positivszenario ist. Ja, wie sind wir? Ja? Eine kurze Zwischenfrage. Könntest du noch kurz den Begriff zivile Konfliktbearbeitung erläutern? Ich bin mir nicht sicher, ob der allgemein bekannt ist. Mhm. Danke. Ja, oh, jetzt kurz. Also letztlich geht es darum, praktisch Konflikte ohne
militärische Gewalt zu lösen, zu bearbeiten, also lösen schon eher nicht, sondern tatsächlich bearbeiten, dass man da auch Lösungen findet, Wege findet, wie miteinander die Leute leben können, wie Versöhnungsprozesse eingeleitet werden. Also das wäre jetzt so ganz kurz. Dankeschön. Ja. Der Ausgangspunkt von dem Szenario waren positive Beispiele, die wir unter anderem eben gefunden haben in dem Aktionsplan der Bundesregierung, zivile Krisenprävention, Konfliktlösung und Friedenskonsolidierung aus dem Jahr 2004. Also bereits schon 16 Jahre her. Da finden sich jede Menge positive Beispiele, positive Erfahrungen, die gemacht wurden. Was wir aber festgestellt haben, ist, dass das natürlich immer nur in einem begrenzten Rahmen stattgefunden hat, sodass wir gesagt haben, es wäre eigentlich wichtig, genau diese Erfahrung auszuweiten, da mehr zu investieren, mehr zu machen und nicht einfach zu sagen, okay, das war da ganz gut und hilfreich und das war es dann auch, sondern eigentlich, dass man viel mehr investieren muss. Das Szenario, dieses Positivszenario, das wir dann entwickelt haben, basiert auf 5 Säulen. Die erste Säule heißt gerechte Außenbeziehung, die zweite nachhaltige EU-Nachbarschaft, die dritte internationale Sicherheitsarchitektur, die vierte resiliente oder auch widerstandsfähige Demokratie und der 5. Punkt wäre Konversion der Bundeswehr und der Rüstungsindustrie. Sie brauchen die Einzelpunkte unten nicht lesen. Ich werde das jetzt noch genauer erläutern. Zum ersten Pfeiler der gerechten Außenbeziehungen. Das Erste, was wir natürlich überlegt haben, ist, dass Deutschland hier nicht einen Alleingang machen kann. Das würde überhaupt nicht funktionieren. Und von daher war die Frage, wie kriegt man das jetzt hin? Und es war für uns als Gruppe klar, würden wir jetzt erst international uns auf die Suche machen nach Leuten, die da mitmachen würden, dann würde sich das alles noch rausziehen. Und deswegen haben wir uns einfach damit beholfen, dass wir einfach mal behauptet haben, nicht nur in Deutschland geschieht es, sondern auch in Österreich, Schweden und Niederlande. Wir haben uns auch immer was zu den Ländern gedacht und so häufig bekomme ich insbesondere bei Österreich die Frage, wieso gerade Österreich? Da ist es doch gar nicht zu erwarten. Aber letztlich, wenn man von außen auf Deutschland guckt, sagt man vielleicht auch, ja, ist von Deutschland auch nicht zu erwarten. Aber wir sehen eben in Österreich eben auch Möglichkeiten, eben gerade das Verhalten gegenüber den Atomwaffen und ist für uns so ein Beispiel, wo wir sagen, nee, da ist in Österreich ein Potenzial da, vielleicht ist es auch für was anderes zu nutzen. Aber ich komme nachher auch noch mal kurz drauf. Ja, bei den gerechten Außenbeziehungen geht es darum zu sagen, wie sind eigentlich unsere Wirtschaftsbeziehungen zu den anderen Ländern? Ganz häufig ist so in der medialen Darstellung, wenn irgendwo Konflikte auftreten, dann wird immer so getan, als haben wir nichts damit zu tun. Da ist ein Konflikt in irgendeinem Land und wenn dann militärisch eingegriffen werden soll, heißt ja, wir können doch da nicht mehr länger zuschauen und nur passiv zuschauen. Tatsächlich sind wir nie passiv. Wir haben da Wirtschaftsbeziehungen und die tragen mit zu diesen Konflikten bei. Und deswegen haben wir gesagt, müssen wir hier auch Verantwortung übernehmen und ökologisch, sozial, wirtschaftlich gerechte Außenbeziehungen haben. Es würde auch dazu führen, zu einem steigenden Anteil des zertifizierten Handels. Auch was jetzt ja gerade Thema ist, das Lieferkettengesetz, all das würde praktisch genau in diese Richtung, die wir auch selber. Also nicht sonst immer so, sondern heißt natürlich, dass wir auch unseren eigenen Lebensstil hinterfragen müssen. Und eben fragen, entspricht der eigentlich unseren ökologischen Ressourcen, die wir dem Bevölkerungsanteil nach haben?
oder leben wir über unsere Verhältnisse eigentlich? Das heißt eben hier tatsächlich Verantwortung heißt, auch bei sich zu überlegen, wie leben wir, auf wessen Kosten leben wir eigentlich? Ja, und der letzte Punkt natürlich eben, der ergibt sich ja eigentlich schon aus dem Vorhergesagten, natürlich auch eine Umsetzung des Klimaabkommens von Paris von 2015. Ja, die zweite Säule, die nachhaltige Entwicklung der EU-Anrainerstaaten, da haben wir gesagt, oder ist der Gedanke dahinter zu sagen, dass wenn praktisch die Staaten um Europa herum eine gute Entwicklung machen und mit uns in einer guten Beziehung stehen, dann droht da eigentlich auch keine Gefahr. Und das heißt, das wird auch unsere Sicherheit stärken. Hier natürlich eben vor allen Dingen auch ein anderes Verhältnis zu Russland wieder zu bekommen, ohne allerdings jetzt praktisch die Länder wie Ukraine oder Polen, diese ganzen Länder, praktisch deren ihre Ängste und Sicherheitsbedürfnisse unter den Tisch zu kehren. Das ist natürlich auch nichts, was einfach ist, aber es geht hier uns einfach auch darum, um die Blickrichtung. Ja, bezüglich Afrika eben auch, sagen wir, es braucht einen UN-Entwicklungsplan der EU mit der Afrikanischen Union und auch der Arabischen Liga. Und dabei eben ist uns tatsächlich wichtig, dass das auf Augenhöhe ist und nicht eben von oben herunter. Und natürlich eben auch Investitionen, zum Beispiel in die energetische Infrastruktur im Mittelmeer. Dann der dritte Pfeiler, die Teilhabe an der internationalen Sicherheitsarchitektur. Ganz häufig wird diskutiert, sollen wir in der NATO bleiben oder sollen wir raus? Und wir haben gesagt, wir plädieren dafür, erstmal in der NATO drin zu bleiben, aber eine andere Aufgabe anzunehmen. Und zwar eben tatsächlich sich nicht mehr an Militärinterventionen zu beteiligen, stattdessen tatsächlich Krisenpräventions- und Interventionskräfte aufzubauen. Das heißt, Deutschland würde jetzt an der Stelle nicht weniger Geld investieren, sondern es würde einfach dafür sorgen, dass das Geld für was anderes, nämlich für Konfliktbearbeitung, verwendet wird. Auch würden wir eben hier wieder auf die OSZE setzen, dass die eben gestärkt wird. Und eben, wir sagen auch, man braucht auch Polizisten. Und wir haben jetzt mal veranschlagt, 5.000 Polizisten und 50.000 zivile deutsche Friedensfachkräfte. Und ich weiß es, da ich von Ihnen nichts weiß, weiß ich nicht, was Sie über Friedensfachkräfte wissen. Deswegen hier ein ganz kurzer Exkurs, um was es dabei geht. Also das sind fachlich qualifizierte Leute, also nicht einfach irgendwelche Leute, die freiwillig irgendwo helfen wollen, sondern wir sind praktisch ausgebildet in dieser Tätigkeit. Und es geht darum, mit den lokalen Partnerorganisationen in anderen Ländern oder auch bei uns hier in Deutschland zu überlegen, was ist die Situation, wie kann Gewalt vermindert werden, wie kann die Verständigung gefördert werden und wie kann zu einem nachhaltigen Frieden beigetragen werden. Jetzt habe ich gerade erwähnt, 50.000 Friedensfachkräfte. Ich habe hier so eine Weltkarte, wo man sieht, es ist orange eingezeichnet, wo es überall Friedensfachkräfte gibt. Die gibt es übrigens seit 1999 und momentan gibt es bisher insgesamt 1.400 zivile Friedensfachkräfte und aktiv sind gerade 300 Fachkräfte. Das heißt, Sie erkennen vielleicht die Riesendimension oder Lücke zwischen dem, was wir sagen, was 2040 sein soll und dem, was momentan ist. Und das heißt, hier sagen wir, lohnt es sich tatsächlich auch zu investieren und Geld und Energie hineinzusetzen. Ja, ziviler Friedensdienst eben in unterschiedlichsten Ländern, Sie haben es gerade gesehen, unterwegs.
Es gibt eben auch über das Forum Ziviler Friedensdienst, gibt es da auch jede Menge Material, wo Sie, auch wenn Sie es nicht kennen, einfach sehr anschaulich Geschichten hören, was die tun und wie sie arbeiten. Ich habe jetzt hier den zivilen Friedensdienst erwähnt, aber es gibt natürlich auch noch andere Gruppen, wie zum Beispiel Nonviolent Peace Force und so weiter. Es gibt noch verschiedene Gruppen, aber das wäre auch wieder eigentlich ein eigenes Thema für ein Webinar und bietet vielleicht der BSV auch an, weiß es nicht genau, was ihr noch für Angebote habt. Ja, die nächste Säule haben wir resiliente Demokratie genannt und meinen damit eine widerstandsfähige Demokratie. Das heißt, wir gehen nicht davon aus, dass nichts mehr passieren wird und wir, wenn wir das so machen, völlig ohne Probleme leben würden. Nein, wir sagen, es kommt darauf an, dass wir damit umgehen können, dass es uns letztlich nicht umwirft. Und da sagen wir, ist so wichtig eigentlich sehr breit, was vorhin auch mal genannt wurde als Stichwort, eben die Bildung, also hier eben die Ausbildung in ziviler, gewaltfreier Konfliktbearbeitung. Das gibt es ja schon viele Orten in Schulen mit Streitschlichten, aber das noch weiter auszubauen und auch als ein Mittel anzubieten, was dann auch tatsächlich noch mehr angewendet wird. Wir sagen auch, es braucht natürlich dann auch Zentren, wo Konfliktvermittlung angeboten wird, Mediation angeboten wird. Auch das müsste aufgebaut werden. Und eben Vorbereitung auf soziale Verteidigung. Das heißt eben, ich stelle das auch immer wieder bei Vorträgen fest, dass die Angst, wenn wir kein Militär mehr haben, dann könnte doch jeder bei uns gerade einfallen und könnte Deutschland erobern. Die ist so groß, dass wir gesagt haben, es ist wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Was wäre, was könnte man tun? Wie kann man sich hier verteidigen? Wie kann man sich hier schützen? Und aber das ist natürlich, ist ja der Veranstalter, der BSV eigentlich die Fachorganisation für diese Fragen. Aber da haben wir auch nochmal gesagt, also wir haben damals lange diskutiert, sollen wir es noch mit aufnehmen, weil wir es uns kaum vorstellen konnten, aber es ist tatsächlich so, dass es da viele Ängste sind und dass es deswegen wichtig ist, auch dieses Wissen zu verbreiten. Ja, dann auch natürlich, wo man dann was zu Frieden lernen kann, also Aufbau von Friedensakademien. Und auch hier taucht nochmal der Begriff von der anderen Säule auf mit 50.000, wobei das sind die gleichen, also soll nicht insgesamt 100.000 sein. Aber es taucht auch hier nochmal auf, und zwar deswegen, weil eben normalerweise, wenn ich einen Vortrag halte, sagen die Leute, ich habe noch nie gehört, dass es so eine zivile Friedensfachkraft gibt. Und wir glauben einfach in dem Moment, wenn es tatsächlich 50.000 gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man auch mal davon was erfahren hat, dass es den gibt. Weil dann irgendwo in der Stadt gab es da vielleicht auch mal jemand, worüber berichtet wurde, sodass es eben das auch wieder erleichtert, das Verständnis und diese Möglichkeiten, die es dadurch gibt, tatsächlich kennenzulernen. Ja. Und die fünfte Säule dann die Konversion der Bundeswehr und der Rüstungsindustrie. Eben hier zu sagen, wie kann man das dann auch verändern? Und wir haben bei Bundeswehr, sagen wir, ja, letztlich, das ist ja auch zum Teil jetzt gerade angeboten worden. Also ich wohne in Landau in der Pfalz und da hat dann, ohne dass man dann gefragt wurde, hatte dann die Bundeswehr geholfen, ein Notkrankenhaus aufzubauen, was man dann zum Glück nicht gebraucht hat. Und da sagen wir, letztlich könnte man eben einen Teil, nämlich genau solche Fähigkeiten, könnten eigentlich völlig zivil sein. Und das könnte eigentlich eine Art internationales technisches Hilfswerk sein. Und wo praktisch diese Dinge, die Kapazitäten und das Wissen eigentlich da sind, so dass man dann eben in Notsituationen auch darauf zugreifen kann. Ja, und hierzu gehört natürlich, damit da praktisch mal tatsächlich bereit ist, sich darauf einzulassen, auch das vorhin erwähnte Thema Überwindung
des Mythos der Wirksamkeit auch von Gewalt. Und da sehen wir eine Möglichkeit, einfach durch verschiedene inzwischen wissenschaftliche Studien. Die eine ist von Erika Genoveff und Maria Stephan, zwei US-amerikanische Forscherinnen. Und die haben einfach mal untersucht, alle Kampagnen von 1900 bis 2006, inzwischen auch bis 2015 in Staaten und haben gesagt, okay, es gab eine Kampagne gegen die Regierung mit dem Ziel, auch die Regierung zu stürzen. Und wir untersuchen mal die Bewaffneten und die Gewaltfreien, wie sind die erfolgreich oder nicht erfolgreich und warum ist es jeweils so. Und das Ergebnis war völlig erstaunlich. Das sagt auch die Erika Genoveff, sie hätte das vorher nicht für möglich gehalten, dass nämlich gewaltfreie Aufstände doppelt so erfolgreich sind wie bewaffnet. Und selbst bei Teilerfolge, man hat also vielleicht nicht geschafft, die Regierung zu stützen, aber bestimmte Rechte wurden dann einem zugestanden, auch da sind noch die Gewaltfreien erfolgreicher. Bei den Misserfolgen sieht es natürlich dann völlig anders aus. Da sind dann die Bewaffneten, haben dann viel höheren Anteil. Und wie gesagt, das ist eigentlich etwas, was völlig überraschend war für die Forscherinnen. Sie haben dann auch weiter untersucht, wie ist denn das dann nach so einem Aufstand? Was passiert denn dann? Und dann haben sie gesagt, haben sie herausgefunden, dass die Wahrscheinlichkeit, dass nach einem Aufstand der Konflikt innerhalb von 10 Jahren wieder als Bürgerkrieg weitergeht, bei einem bewaffneten Kampf 43% ist, bei der gewaltfreien Kampagne nur 28%. Also auch hier wieder bewaffneter Kampf heißt eigentlich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass danach eben kein Friede ist, wesentlich höher ist und dass das wieder aufläuft. Umgekehrt eben die Frage, wie sieht es denn mit der Demokratie aus? Es haben sogar die Toten bei der gewaltfreien Kampagne immerhin 41%, also das Zehnfache. Man kann natürlich sagen, aber auch bei den Gewaltfreien mehr wie die Hälfte, wo es nicht zu einer Demokratie geführt hat. Trotzdem, und darum geht es mir hier eben zu sagen, dass hier gewaltfreie Kampagnen wesentlich erfolgreicher sind wie bewaffnete Kämpfe. Ja, dann eben auch die Frage, wie sieht es denn mit den Militäreinsätzen aus? Und im letzten Jahr ist ein Buch herausgekommen, auf dem Weg zu einer Kirche des Gerechtigkeit und des Friedens, ist von der EKD herausgegeben worden, weil da es eine eigene Synode zum Thema Frieden gab. Und da findet sich eben auch ein interessanter Aufsatz drin, nämlich die Frage, sind eigentlich die Militäreinsätze erfolgreich? Und da kommt der Autor zu dem Fazit, gegen die historisch vielfach zu beobachtende starke Zuversicht in die Erfolgsaussicht militärischer Gewalt sprechen die Ergebnisse jener Untersuchungen, die eine große Zahl von Militäreinsätzen in den Blick nehmen und sie Statistik auswirken. Das heißt eben auch tatsächlich, diese Erfolgsglaube an das Militär deckt sich eigentlich nicht mit der Realität. Und letztlich haben wir das ja auch an Afghanistan-Konflikt gesehen, wie lang und der immer noch weitergeht und dass eben die Erfolgsaussichten nicht so sind, wie sie in der Regel bei Militäreinsätzen erstmal versprochen werden. Also das ist natürlich unabhängig von dem ethischen Bewertung. Ja, und wir haben dann weiter überlegt, wie könnte man so schrittweise zu 2040 kommen und haben, ich habe jetzt hier einfach mal ein paar Punkte herausgegriffen. Also Vorstellung des Ganzen 2018, 2020 würde eine Kampagne beginnen für eine zivile Sicherheitspolitik. Kampagne deswegen, weil letztlich für uns klar ist, wenn sich nicht viele Menschen engagieren werden,
dann wird sich auch die Politik nicht verändern. Und dadurch, deshalb ist es wichtig, dass auch viele Menschen sich da für eine andere Sicherheitspolitik engagieren. Und da könnte zum Beispiel 2021 sein, das Ende der Hermes-Bürgschaft und die Verbannung der Atomwaffen aus Deutschland. Hat ja gerade jemand aus dem Vorstand der SPD ja auch nochmal thematisiert. Ja, dann haben wir gesagt, würde vielleicht auch eine Studie gemacht werden, nochmal zur zivilen Sicherheitspolitik, und die würde dann auch zu dem Ergebnis kommen, dass das vielleicht tatsächlich eben sinnvoll ist, hier umzustellen. Und dann könnte 2025 ein Beschluss zum Umstieg auf eine zivile Sicherheitspolitik stattfinden. Und die Konversion der Bundeswehr, die wirkliche, würde dann, sehen Sie, erst 2035 stattfinden. Also das heißt, es ist nicht so, wenn sowas beschlossen wird, wir sagen, ja, am nächsten Tag ist gleich alles ganz anders, sondern damit wollen wir auch nochmal wirklich ausdrücken, solche Sachen brauchen Zeit. Das wird nicht von heute auf morgen kommen. Und deswegen ist natürlich eben auch das Engagement wichtig. Ja, wir haben 2018 das Buch veröffentlicht, und unser Ansinnen war eigentlich, ich hatte es vorhin mal kurz gesagt, einfach in die Diskussion neue Energie zu geben. Und dann ist aber eigentlich was für uns sehr Überraschendes passiert, dass nämlich eine sehr positive Resonanz gab. Also wir hatten das Buch mit einer Auflage von 1000 drucken lassen, und es war nach einem halben Jahr weg. Wir haben auch noch eine Kurzbroschüre, die ist kostenlos. Da waren die 1000 nach 6 Wochen vergriffen. Und das hat uns natürlich völlig überrascht. Insbesondere, weil ich natürlich auch bei der Kirche dann sagen muss, wie hoch soll die Auflage sein? Und als ich damals 1000 gesagt habe, hieß, oh nein, das wird wieder im Regal verstauben. Ich sage, nee, wir werden das schon los. Aber ich war dann eben auch völlig überrascht, welche eine Resonanz das hatte. Und dann aber gleichzeitig war die Frage, ja, und jetzt? Jetzt müssen wir doch was machen. Also es reicht doch nicht, jetzt nur zu sagen, wir diskutieren darüber, sondern wir wollen doch wirklich eine andere Sicherheitspolitik. Und so hat sich dann im Dezember 2018 gab es ein Sondierungsgespräch, zu dem 30 bundes- und landesweite Organisationen kamen. Wir haben dann beschlossen, auch für 2019/20 ein Kampagnenteam zu bilden und eben vor allen Dingen uns erstmal für die weitere Verbreitung des Szenarios und auch eben die Diskussion einzusetzen. Auch bei der Landeskirche ist ganz eine Wirkung hinlassen, und ich habe beschlossen, eine 75%-Stelle für 5 Jahre einzurichten, und die wurde dann mit Ralf Becker als Projektkoordinator besetzt, der eben ja auch bei dem Buch maßgeblich mitgeschrieben hat. Ja, Organisationen, die dabei sind, sind hier einfach mal so einen kleinen Überblick. Und es hat sich dann eben diese Gruppe gebildet, diese Kampagnenvorbereitungsteam oder inzwischen Koordinierungskreis. Und im Dezember 2019, also letzten Dezember, haben wir dann einen Initiativtag gemacht in Frankfurt, zu dem dann über 60 Personen kamen, die eben tatsächlich eben gesagt haben, wir wollen das weiter verbreiten und wollen uns auch dafür engagieren. Die Ziele dieser Initiative Sicherheit neu denken, wie das jetzt heißt, ist ein Paradigmenwechsel bis 2040 von einer militärischen zu einer zivilen Sicherheitspolitik. Also das ist das Ziel, dass tatsächlich wir hier einen Wechsel einläuten. Wir haben inzwischen sind schon etwas mehr, nicht ganz so viel, weil natürlich auch hier hat Corona zugeschlagen und viele Veranstaltungen, die wir geplant haben, jetzt fürs Frühjahr mussten abgesagt werden. Aber es gab eben bis Anfang des Jahres 200 Veranstaltungen mit inzwischen über 5000 insgesamt Teilnehmenden. Und wir haben festgestellt, dass das Thema Sicherheit die Menschen anspricht. Und das heißt eben nicht nur anspricht, ist interessant, sondern tatsächlich auch eine hohe Motivation da ist, sich zu engagieren.
Ja, und wir haben für dieses Jahr und für nächstes Jahr geplant. Wie gesagt, manches kommt jetzt ein bisschen, vielleicht nicht ganz so, oder wir sind da auch am Überlegen, wie wir uns aufgrund von Corona darauf einstellen. Die Planung war noch, bevor wir jene Idee hatten, oder ich zumindest, dass sowas wie Corona alles lahmlegen könnte. So eine Idee bin ich ehrlich gesagt im Dezember noch nicht gekommen. Und wir haben gesagt, wichtig ist jetzt tatsächlich erstmal eine Bildungskampagne machen für eine zivile Sicherheitspolitik. Das heißt, eben nicht jetzt in erster Linie die Politiker, Politikerinnen anzusprechen und zu sagen, hier macht eine andere Politik, sondern tatsächlich das Szenario und die Gedanken dieser zivilen Sicherheitspolitik weit zu verbreiten. Das Zweite ist natürlich auch bei diesen Säulen, da gibt es ja viele Gruppen, die da schon arbeiten, die da aktiv sind, die letztlich in den Detailfragen viel größeres Fachwissen haben. Und auf die zuzugehen und zu gucken, wie können wir kooperieren, wie können wir gemeinsam unsere Ziele da erreichen. Das Dritte ist natürlich die inhaltliche Weiterentwicklung des Szenarios. Ich habe gesagt, wir haben praktisch im Sommer 2017 aufgehört, weil wir irgendwann gesagt haben, wir müssen jetzt mal einen Schnitt machen, weil eigentlich es gibt immer wieder was Neues, was man auch noch mit aufnehmen kann oder sollte. Aber genau das war zum damaligen Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, wir wollen jetzt mal was rausbringen, deswegen da ein Schnitt. Aber natürlich ist es wichtig, das Szenario weiterzuentwickeln, insbesondere dann jetzt auch immer mehr dazu überlegen, wie kann sowas umgesetzt werden. Ja, und dann eben wollen wir eine politische Kampagne entwickeln. Ja, und das ist so das, was unser Anliegen ist, nämlich beteiligen sich gerne am Dialog und Diskursprozessen und bringen Sie auch Ihre Perspektive mit ein. Und ja, wenn Sie bei einer Organisation sind und das Sie interessiert natürlich, dann hoffen wir oder freuen wir uns, wenn Sie auch mitmachen wollen. Weitere Informationen gibt es natürlich dann noch auf der Homepage. www.sicherheitneudenken.de oder dann auch nochmal zum gesamten Kirchenprozess unter www.kirchendesfriedens.de. Die Homepage Sicherheit Neudenken ist im Moment noch bei der Badischen Landeskirche angesiedelt, aber da ja inzwischen viele andere Organisationen dabei sind, werden wir wahrscheinlich ab 1. Juli eine eigene Homepage haben, die dann auch unabhängig von der Badischen Landeskirche ist. Ja. Jetzt bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, es war abwechslungsreich und freue mich jetzt auf Ihre Anmerkungen und Fragen. Vielen Dank, Stefan, für den Vortrag. Wir hatten vorher noch ein paar Kommentare, die ich jetzt einfach noch mal mit hervorheben möchte. Zum einen zu Österreich, wo die Anmerkung gemacht wurde, ja, das ist auch wichtig, weil es eben auch ein neutraler Staat ist. Und dann eben auch der Hinweis darauf, dass es jetzt auch einen zivilen Friedensdienst geben soll, neu unter der neuen österreichischen Bundesregierung. Genau. Für Sie, die Sie jetzt teilnehmen, Sie können Ihre Fragen entweder über den Chat stellen oder Sie heben Ihre Hand und können dann die Fragen auch gerne per Mikrofon stellen. Ich würde einfach mal mit einer Frage loslegen und genau, Sie können ja so lange einfach noch nachdenken und überlegen, was Sie, welche Aspekte Sie nochmal genauer interessieren würden. Du hattest jetzt ganz viel von Sicherheitspolitik auch gesprochen und Sicherheit ist ja immer auch so viel verbunden mit Angst. Also wie benutzt ihr diesen Begriff in diesem Konzeptpapier? Also natürlich ist klar, dass es keine absolute Sicherheit gibt. Und das eben oft ja auch mit Militär eher so vorgegaukelt wird oder überhaupt mit Gewalt. Also man findet es ja genauso lokal. Wenn es um Sicherheitsfragen geht, erst Polizei verstehen. Aber letztlich, Polizei ist ja nur ein Punkt. Und für uns ist eben wichtig, dass eine Sicherheit über Beziehungen entsteht, in die man miteinander tritt.
Und da praktisch die Angst eigentlich auch reduziert wird, indem man verlässliche Partner ist, indem man Konflikte konstruktiv angeht und dafür Verfahren hat. Und auch wenn es dann zu Gewalt kommt, auch dann wieder Mechanismen gibt, wie das aufgearbeitet werden kann, die gerecht sind. Und nicht eben praktisch auch zum Teil einfach nach der, vom Recht des Stärkeren. Und das ist etwas, was eben praktisch nach unserer Auffassung eigentlich eine Sicherheit vermittelt. Aber wie gesagt, eine völlige Sicherheit gibt es nicht, auch wenn man das Szenario liest. Also wird auch mal ein Terror, haben wir auch gesagt, kann auch ein Terrorangriff passieren. Weil das letztlich kann das niemand ausschließen. Und das kann man eben aber auch nicht militärisch oder mit der Gewalt ausschließen. Und sich dessen bewusst zu machen und wie schwierig das aber ist, das auszuhalten, das würde ich sagen, erleben wir ja jetzt gerade, auch in dieser Corona-Zeit. Was macht das mit den Leuten, diese plötzliche Bedrohung und damit umzugehen? Vielen Dank. Da ist gerade noch eine Frage eingegangen. Die Teilnehmende oder der Teilnehmende bedankt sich für den Vortrag und möchte wissen, inwiefern ist die Initiative von christlichen Werten geprägt? Sind diese ein wesentlicher Kern des Projekts? Also ich würde sagen, ja, also weil wir auch einen kirchlichen Hintergrund haben, ist der Auftraggeber natürlich evangelische Kirche, katholische Kirche, weil wir Pax Christi dabei. Von daher würde ich sagen, das ist schon von den christlichen Werten geprägt. Es ist so, dass manchmal, wenn ich in kirchlichen Kreisen das vorstelle, ja, ist ja gar nicht so die Theologie drin in dem Papier. Und da muss ich sagen, dass die Theologie ist in unserem Grundsatzpapier damals in diesem Beschluss von 2013 drin. Und hier wollten wir tatsächlich einen Beitrag für die praktische politische Ebene bringen und jetzt weniger auf der theologischen Ebene. Aber ich höre die kirchlichen Werte mal mit drin. Danke für die Antwort. Genau, vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Also der BSV ist eine Organisation, wo einfach Menschen dabei sind, die durch den Glauben motiviert sind, aber auch andere Menschen, das sind keine Organisationen, die irgendwie so einen weltanschaulichen Hintergrund haben. Und dementsprechend sind auch Menschen in der Initiative aktiv, die jetzt nicht christlichen Glaubens sind, so. Genau. Da noch eine Ergänzung. Weil ich eben auch nochmal auch schon die Kritik bekommen habe, also wir haben zu wenig Zitate aus der Bibel oder sonst was mit drin. Aber unser Ziel ist eben nicht jetzt Christen oder Christinnen anzusprechen, sondern eigentlich alle, die hier in Deutschland sind. Wir haben uns auch auf Deutschland konzentriert, weil wir gesagt haben, letztlich müssen wir da sein. Anfangen, wo wir noch am ehesten als Deutsche, die hier leben, Einfluss haben. Und weil gleich die gesamte Welt denken, das ist zu groß, also da wäre das nicht mehr wirksam, sondern wir starten bei uns. Interessanterweise haben wir jetzt auch schon Anfragen aus Österreich, aus den Niederlanden, da ist jetzt gerade Kurzversion, die holländische Übersetzung fertig geworden, weil eben Niederländer gesagt haben, sie hätten das gern auch in ihrer Sprache. Es gibt eine englische und eine französische Kurzversion und im Frühjahr kommt jetzt auch die Langversion noch auf Englisch und Französisch raus und wahrscheinlich im Sommer eine polnische Version. Wow, das ist ermutigend, dass die Wahrnehmung doch auch über Deutschland hinaus stattfindet. Ute Fink fragt, wie viele Landeskirchen über die Badische hinaus sind inzwischen in der Kampagne aktiv?
Also wer mitmacht, also richtig aktiv mitmacht, ist die Württembergische Landeskirche über das Friedenspfarramt und die Rheinische Kirche macht mit. Und sonst sind praktisch noch Vertreter aus den Kirchen, aber nicht jetzt wirklich die Kirchen, die bisher mitmachen. Also wobei eben da auch durchaus Unterstützung ist von Hessen und Hessen-Nassau und Kurhessen-Waldeck oder eben auch von Berlin-Brandenburg. Also da gibt es Interesse. Und es ist so, dass im Moment natürlich eben bei anderen Landeskirchen da ganz unterschiedlich auch die Reaktionen sind. Manche sagen, oh je, jetzt hat die Badische Landeskirche schon 2013 so einen Beschluss. Und da ist bei vielen, das haben die erst angefangen, auch sich intensiver mit der Mathe zu befassen. Jetzt kommt nochmal was aus Baden, warum immer die Badener. Aber ich gehe auch davon aus, dass auch noch mehr Landeskirchen sich aktiv beteiligen werden. Vielen Dank für die Antwort und wir bleiben bei den Glaubensgemeinschaften. Es kam gerade noch eine Frage rein, ob es auch andere Religionsgemeinschaften gibt, die an dem Netzwerk beteiligt sind. Also bis jetzt nicht, wir hatten, aber das ist ein Punkt, den wir auch noch angehen möchten. Wir hatten zum Beispiel der Entstehungsszenarios hatten wir einen Vorentwurf gemacht, den wir dann Experten und Expertinnen gezeigt haben. Und da hatten wir durchaus auch Rückmeldungen von einem islamischen Vertreter dazu, der das aber auch positiv kommentiert hat. Aber leider hat sich dann da auch keine weitere Zusammenarbeit bisher draus gegeben. Aber das Ziel ist natürlich auch hier, eben das tatsächlich zu erweitern, jüdisch, christlich, muslimisch. Also dass da praktisch auch gesamte Bereich, aber eben auch nicht nur religiös, sondern wir sind zum Beispiel auch dran zu schauen, die Gewerkschaften, wie können die sich eigentlich da auch mit ein. Ja, genau, von Bruce. Sag gerade, das stimmt, es gab eine kurdische Gruppe, die auf dem Treffen im Dezember mit dabei war und die Gruppe auch sehr engagiert, motiviert auch von den Referenten. Ja, jetzt ist noch eine Frage von Herrn Gebrewold und vielleicht können Sie versuchen, Ihr Mikrofon freizuschalten. Genau. Hallo, Kiefle. Ich höre dich leider nicht. Genau, im Moment bist du zu sehen, aber nicht zu hören. Ich sehe ihn, aber ich höre ihn nicht. Vielleicht nochmal zur Technik, genau, also eine Freigabe der Kamera ist über das Kamerasymbol möglich und das Mikrofon über das Mikrofonsymbol. Ich lasse das Mikrofon einfach mal freigeschalten, Herr Gebrewold, und vielleicht schiebe ich noch eine Frage so lange dazwischen. Ich jetzt auch. Doch, da kommt noch eine Frage zu den Freikirchen, die auch aktiv sind. Also die Mennoniten sind natürlich auch interessiert, andere pfingstlerische Freikirchen zum Beispiel.
Bisher nicht. Oder auch orthodoxe Kirche haben wir bisher auch noch nicht, sind wir auch noch nicht in Kontakt gekommen. Okay, vielleicht starten wir noch einen weiteren Versuch, Herr Geprüwold. Das Ding auch nicht. Nee, vielleicht wäre es dann doch sinnvoll, dass Sie über den Text, über den Chat nochmal die Frage stellen. Entschuldigung, dass es Probleme macht mit der Technik. Solange könnten wir vielleicht, vorher war die Frage ja noch aufgekommen, in dem, als du erzählt hattest, Stefan, von den zivilen Friedensfachkräften, ob es da auch weitere Angebote jetzt in dieser Reihe gibt. Und tatsächlich haben wir jetzt in der nächsten Woche am 4.6. ein Webinar mit Herrn Dr. Noglo aus der aus dem Sahel berichten wird, aus Niamey, der eben über das Projekt Ziviler Friedensdienst für Irene im Sahel arbeitet. Genau. Und natürlich sind auch auf der Homepage des Zivilen Friedensdienstes, die sich vorher auch in den Chat gepostet hatte, sind auch ganz viele weitere Geschichten und Überblicke und Statistiken eben auch zu vorhanden. Ich sehe im Moment gerade keine weiteren Fragen. Vielleicht können wir einfach noch 2 Minuten warten und vielleicht kommen ja noch Fragen auf. Genau. Vielleicht könntest du, Stefan, noch zwischendurch erzählen, wie sich Leute, die jetzt interessiert sind, mitzuarbeiten, auch wirklich engagieren können. Also du hattest vorher angesprochen, wenn jemand in einer Organisation tätig ist, sich per Organisation anzuschließen. Aber ist es auch möglich für mich als Privatperson an der Kampagne teilzuhaben? Ja, also letztlich der einfachste Weg ist praktisch auf der Homepage, da haben wir auch ein Newsletter. Also wer erstmal sagt, ich will überhaupt wissen, was noch mehr so praktisch läuft, wo ich mich engagieren will, kann einfach den Newsletter abonnieren und bekommt dann alle 2-3 Monate Newsletter mit den neuesten Aktivitäten. Ebenso findet sich auf der Homepage eine Projektliste, nämlich beim Initiativtag in Frankfurt wurden eben jede Menge Projekte überlegt, wie könnte man die Thematik angehen. Und da stehen dann auch Ansprechpartner und da kann man dann auch direkt sagen, oh, da ist ein Thema, das würde mich interessieren, will ich mitmachen und kann dann sich an die Leute oder eben an den Koordinator Ralf Becker wenden. Und der vermittelt dann auch einen Kontakt. Dann natürlich kann man auch sagen, okay, ich finde einen Gedanken interessant, ich will den einfach in meinem Umfeld verbreiten. Man kann sich dann zum Beispiel eben auch die kostenlose Kurzversion bestellen und die schicken wir auch zu, kann die verteilen. Oder wer es noch kürzer will, wir haben auch eine Postkarte dazu, die kann man dann auch verteilen, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und was wir auch anbieten, sind Multiplikatoren, Multiplikatorinnen-Schulungen. Also auch da ist jetzt noch nicht ganz fertig, aber das wird im Juni starten. Auch eine über als Webinar geplant, über praktisch 4 Sitzungen, jeweils 90 Minuten. Und da ist die Idee praktisch, dass man selber sagt, okay, ich mache mich noch mal ein bisschen fitter in den Inhalten und kann dann schauen, wo kann ich in meinem Umfeld das weiter verbreiten, mit Menschen ins Gespräch kommen.
Dann natürlich auch die Bildungskampagne ist auch am Arbeiten. Also es wird dann auch mit der Zeit auch noch mehr Bildungsmaterialien geben, beziehungsweise es gibt ja schon für den Einzelbereichen eine Menge Bildungsmaterialien. Auch da ist unser Anliegen, einfach darauf hinzuweisen, wo finde ich dann das, wenn ich in der Schule oder wo auch immer das Thema, das zum Thema machen möchte. Also es gibt Möglichkeiten, sich einzubringen. Das ist schön. Und jetzt ist inzwischen auch der Kommentar von Herrn Gebrewold angekommen im Chat. Und zwar, Sicherheit neu denken wird ja fortgeschrieben und menschliche Sicherheit gehört als zentrales Element hinein, im Gegensatz zu staatlicher Sicherheit. Ja. Könnt ihr mich jetzt verstehen? Ah, super, ja. Also das wollte ich nur ergänzen, denn Sicherheit neu denken ist ja kein statisches Dokument. Das wird sicherlich immer wieder geupdatet. Und eines der Kernelemente ist, dass wir das zentrale Konzept der menschlichen Sicherheit, was das Programm der Vereinten Nationen vor vielen Jahren schon aufgestellt hat, dass wir das als Kernelement auch reinbringen. Denn bisher wird ja Sicherheit, angefangen von der Münchner Sicherheitskonferenz über alle anderen, wird ja definiert über militärische und staatliche Sicherheit. Worum es hier geht, ist aber menschliche Sicherheit, dass eben ein Leben ohne Angst mit der Grundversorgung und Ähnliches mehr beinhaltet. Danke. Jetzt war ich nicht zu hören. Da kommt gerade noch eine Frage. Gibt es schon Reaktionen von regional- oder nationalpolitischer Ebene? Wie ist die Resonanz? Und ich würde vielleicht gerne noch anschließen, wie ist auch die Reaktion so aus der Wissenschaft oder aus Kreisen außerhalb der Friedensbewegten? Ja. Also vielleicht von der Politik her, also jetzt natürlich auf nationalpolitischer Ebene, da haben wir bisher jetzt auch keinen Versuch gemacht, da an die Bundesregierung oder so zu schreiben. Deswegen ist von der Seite her bisher keine Reaktion. Was wir schon immer wieder auch Anfragen haben, ist dann eher von Kommunal- oder Landespolitikern, verschiedener Parteien, die sich für das Thema interessieren. Oder ich war zum Beispiel auch schon eingeladen bei Christen unter den Grünen. Oder auch Ralf Becker, weiß ich, war mal bei den bayerischen Grünen eingeladen. Aber da sind auch bisher eigentlich die Resonanz positiv. Oder ich habe, um nochmal auch das Kommunale zu betonen, ich hatte im letzten November eine Veranstaltung, da haben praktisch die Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderats gemeinsam mit den Kirchen die Veranstaltung durchgeführt. Und das fand ich auch eine ganz interessante Kombination, wie also dann von CDU, SPD und Grüne und Freie Wähler waren es, glaube ich, noch, also die gemeinsam so ein Thema, eine Veranstaltung zu so einem Thema durchführen. Von daher, ich erlebe da durchaus Interesse. Natürlich gibt es da dann auch immer Zustimmung bei manchen Punkten und bei anderen ist eher Skepsis angesagt. Also das ist schon unterschiedlich. Sehe ich gerade noch eine Frage? Achso, nee, aber du hattest auch noch eine gestellt, ne? Jetzt beantworte ich die Frage von Ute Fink und dann sagst du deine nochmal. Okay. Also soweit wie ich weiß, ist da Ralf Becker auch dran, Kontakt herzustellen. Aber ob es den jetzt schon gibt, das weiß ich jetzt gar nicht.
kann ich gar nicht sagen. Genau, bei der Frage, die gerade beantwortet war, ging es um Mayors for Peace, ob es da schon Kontakte gibt in der Kampagne. Genau, und ich hätte nochmal wissen wollen vorher, wie auch so Reaktionen aus Wissenschaft und aus Kreisen außerhalb dieser friedensbewegten Kreise sind. Ja, also jetzt bisher die Reaktionen, die wir hatten, waren praktisch eher jetzt aus dem Bereich Friedens- und Konfliktforschung. Die sind jetzt nicht ganz aus der Friedensbewegung unbedingt, aber doch meistens sympathisierend, und da war es positiv. Was wir jetzt erleben gerade ist so, wir haben eben auch Fachgruppen gebildet für Einzelthemen, und zum Beispiel haben wir eine Fachgruppe internationale Polizei gegründet, wo wir einfach dieser Frage nochmal nachgehen, wie ist das eigentlich mit der Polizei? Das, was wir in unserem Szenario beschrieben haben, oder es ist ja nicht im Detail ausgeführt, wie wäre sowas möglich, das umzusetzen? Und da stoßen wir durchaus auch Interesse auf bei Fachleuten für internationale Polizei, und die haben jetzt mit Friedensbewegung nicht so viel am Hut. Und wir haben vor, im September, wenn es möglich ist, ein Fachgespräch zu machen mit Fachleuten zu dem Thema, und wollen dann 2021 eine größere Tagung zu diesem Thema machen. Aber sonst haben wir bisher jetzt auch noch nicht so viel mit anderen Wissenschaftlern gehabt. Also wir sind jetzt auch versuchen, Kontakt zu kriegen, auch mit zum Beispiel dem Herrn Horst, dem Zukunftsforscher. Also, aber das ist alles auch noch, würde ich jetzt sagen, im Anfang. Also da können wir bisher noch nicht so viel dazu sagen. Also letztlich, ja, wenn Sie Fragen noch haben, wenden Sie gerne an mich oder auf der Homepage, auch an den Ralf Becker oder andere, sind da auch noch genannt. Und ja, ich hoffe, dass gelungen ist, ein paar Impulse rüberzugehen. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann vielleicht irgendwann mal auch leibhaftig. Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss, vielen Dank.